Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen und richtig geilen Projekt von mir. Ja, ich weiß, zu dem Zeitpunkt ist Heavy Rain bereits draußen zum Beispiel. Ich habe schon Heavy Rain und GTA und GTA 3 und GTA San Andreas und GTA Vice City und was weiß ich nicht, wie viele Projekte. Aber egal, wir haben ja, das Leben ist lang, hoffentlich zumindest noch für uns alle. Und dann drücke ich jetzt einfach mal auf Start. Also nicht absolut verdrückt, aber egal. Ah, kann man mal machen. Touristenmagneten im Mittelmeer wird hier die Ravello-Woche fortgesetzt. Die jährlichen Feierlichkeiten werden zu Ehren von General Sebastiano di Ravello abgehalten, dem de facto Staatsoberhaupt von Medici. I'm the trouble star. Pumpkin, it's the game. Rico Rodriguez, okay. What's up? Explosion verhindert. Trotz zahlreicher, aber haltloser Berichte über Menschenrechtsverletzungen hält General Di Ravellos eiserner Griff stand. Einige Kritiker wurden angeblich zur Zwangsarbeit verurteilt und bauen jetzt das geheimnisvolle Bavarium ab, während andere einfach verschwinden. Die Macht des Bavariums sollte niemand nutzen. Das gerne. Gern geschehen, mein Junge. I'm a firestarter. You're a firestarter. Brennt sie nieder. Glaubst du dem Kerl etwa, Rico? Ankunft bei LZ, 4 Minuten. Morgen, Sonnenschein. Aufwachen, Rico! Showtime. Schade. Wo ist das gute Zeug? Oh Mann, wenn ich das wüsste. Scheiße, vielleicht gibt's überhaupt kein gutes Zeug. Ist das für die Rebellen? Oder ist es für die Ravello? Ich weiß auch nicht, ist schwer, den Überblick zu behalten. Seit Panau hat sich also nichts geändert. Oh, da kann man halt nichts machen, weißt du? Sebastiano Di Ravello sitzt auf einer Tonne Bavarium. Und das macht ihn zum allerbesten Freund der Agency. Das war mal meine Heimat, Sheldon. Tja, dann genieß deine Heimkehr, mein Junge. Und vergiss die 45er nicht. Also, du triffst dich mit deinem Freund, oder? Mario, wir kennen uns schon eine Ewigkeit. Gut, gut. Noch 2 Klicks zur Landezone. Das hier sieht gut aus. Und jetzt? Was hast du denn vor, Junge? Ich würde sagen, was Subtiles. Und auf geht's! Hallo, wie schieße ich denn? Ah, okay. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Wo sind die denn? Wo sind die denn? Wo sind die denn?
the fuck? Ich weiß noch gar nicht, wen ich zerstören soll. Können die mich vielleicht auch mal vorher vorwarnen? Jo, also absolut Action hier direkt mal in Folge 1. Hallo? Die kacken sich da nix. Sind die hinter uns? Wow! Gescheitert, Flugzeug zerstört. Nice! Kann man mir vielleicht mal sagen, worum es geht? Was soll ich machen? Das wäre mal ganz nett, wenn man mir sagen würde, worum es geht. Was soll ich denn überhaupt abschießen? Kann er nicht da einfach runterspringen? Er hat doch so ein Suit, das weiß ich. Dass er so ein Suit hat. Das ist eine verdammte Schießbude da unten. Schieß zurück! Da unten. Von wo schießen die denn? Ah, und da, okay. Schießt da jetzt einfach mal unten hin. I don't give a fuck. Noch mehr Batterien, zerstör sie! Ach, da, okay, da. Vorsicht! Noch mehr Raketen! Boah, was? Von wo denn? Ach, da hinten, okay. Okay. Hab's erwischt. Jetzt weiß ich endlich, was ich schießen muss. Was ich da überhaupt abknallen muss. Ach, okay, das waren also solche Punkte, die ich hab abschießen müssen. Boah, also bin ich der übelste Motherfucker. Wo? Wow! Ich hoffe, du lebst noch! Okay, mit X Fallschirm, okay. Okay, dann heißt es hier jetzt nur unten, da unten dann landen. So, das kennen wir ja von GTA. Oder ich zumindest. Weiß, wie man so landen muss. Sagte er und starb. Rico, bist du da? Sie, ich bin's. Mario? Ach, das ist es. Guckt sie mal an. Jetzt können wir so uns nämlich fortbewegen. Nice. So, zack, direkt mal. Guck mal, das juckt uns nicht. Wir gehen hier dann einfach hoch. So. Shit, fast verkackt. Die Miliz ist hier! Mach sie fertig! Boah, was? Ja! Ich wette, ihr habt nicht mit Rico fucking Rodriguez gerechnet! Ja, Rico fucking Rodriguez muss erstmal nach oben kommen. So. Ach, hier, nice. Okay, ich muss mich da echt an die Steuerung gewöhnen. I'm sorry. So, oh, boom. Juckt mich nicht. Rico, das ist ja ewig her. Jahre. Du kommst genau im richtigen Moment. Die Ravelo-Soldatin hätte mich ohne zu zögern erschossen. Diese... Nicht schlecht, Mario. Du hast seit dem letzten Mal einiges dazugelernt. Ja, du machst das auch nicht schlecht, hä? Du vergisst immer noch deine Deckung. Dabei ist die Deckung das Allerwichtigste. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich hab dich mit dem Flugzeug gesehen. Und dann so zumba, zumba.
Bah! Das war einfach unglaublich. Ich bin froh, dass du zurück bist. Ich bin auch froh, dich zu sehen, Mario. Die Rebellen. Es sieht übel aus. Wir müssen dahin. Hey, Mario. Ich fahre. Ansage. Okay, also wir müssen uns um irgendwelche Rebellen kümmern. Soweit habe ich das verstanden. Und eins habe ich jetzt direkt schon mal auszusetzen. Die Ladezeiten sind für Next Gen enorm, enorm lang. So, ins Fahrzeug steigen kennen wir ja. Wie von GTA Gas geben, ja, war schon klar. Machen wir auch so. Du bist jetzt ein Rebell. Du weißt, wie das ist. Eines führt zum anderen und dann bang! Nice, also wir müssen noch knapp. Okay, wir fahren jetzt einfach mal den Weg entlang. Wow, Handbremse. Okay. Alles klar, gut zu wissen. Wir haben also auch eine Handbremse. Juckt mich nicht. So, bam. Seine Miliz hat alle Städte besetzt und die Polizeistationen und Festungen verbannt. Okay, nice. Sieht gut aus. Du wirst sehen, Rico. Medici hat sich ziemlich verändert. Sieht gut aus, was wir hier machen. Kann er sich da mal drum kümmern hier? Ja, ich muss hier fahren, ich kann nichts machen. Noch knapp 300 Meter. Boah, direkt, ey, direkt Action hier in Folge 1. Finde ich nice. Kann man mal hier ein bisschen abkürzen. Da sind sie! Boom! Ich wünschte, wir könnten den Panzer nehmen, aber der fährt nirgends mehr hin. Wetten, die Kanone funktioniert. So, wir steigen mal aus hier. Oh fuck, okay. Wo hab ich denn? Hab ich irgendwie einen. Kann ich mal irgendwie. Hallo? Wie schießt ich denn? Hab ich nur das eine? Really? Ah, okay, dann hat er jetzt doch noch eine andere Waffe. Alles klar. Gut zu wissen. Dann müssen wir uns mal ganz kurz verstecken, bevor wir komplett verrecken. Und das sind wir jetzt auch schon. Ja, das konnte ich ja nicht wissen, dass er noch eine andere Waffe hat. Ja. Nice. Das ist belastend. Gut. Dann probieren wir es einfach nochmal. Stört ja nicht. Wenn man es nochmal probiert. Aber wie kann ich denn die Waffe wechseln? Man wird ja auch einfach so reingeworfen, ne? Man hat gleich Action, bam, mach mal, regel mal. So. Möchtest du jetzt mal wieder losgehen? Da sind sie. Dankeschön. Okay, das ist mein. Okay, das sind die Safen. Ach, hier, da. Die Kanone funktioniert noch. Okay. Vielleicht mal ein bisschen in Deckung gehen hier. Von wo? Wow! Okay. Also direkt Ballerei hier am Start. Aber jetzt haben wir das auch schon besser hinbekommen. Jawohl, als ob er nicht tot ist. Er ist gefühlt neben der Explosion lag er und er ist nicht tot. Juckt ihn nicht. Hauen die ab? Verziehen die sich? Nee. Okay, die wollen sterben. Sie haben die
Lass mich mal ganz kurz hier überall durch drüber laufen. Was ist das hier? Ah, egal, wir haben es geschafft. Nice. Vernichtung naht. Die Farm ist umstellt. Werde in Kürze überrannt. Erbitte Unterstützung. Kannst du das regeln, Rico? Du musst sie beschützen. Ich komme nach. Kein Problem, Mario. Nimm den Helikopter, Fratre! Ob das wirklich so einfach ist, wie es für uns aussieht, sehen wir in der nächsten Folge von Just Cause 3. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn ihr noch kein Abonnent seid. Hilft mir sehr. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Just Cause 3 wieder. Bis dann.